So, herzlich willkommen, welcome, benvenuti. Benvenuti al Parco Tecnologico, al Noi Tech Park. Questa manifestazione si svolge in lingua italiana, in deutscher Sprache and for some people in English. Non abbiamo traduzione simultanea. Ognuno parla nella propria lingua. Noi sappiamo che abbiamo un ospite importante oggi, che non è qui con noi, ma che ci ascolta e ci segue, che seguirebbe soprattutto bene in lingua italiana, ragione per la quale io parlerò un po' di più in italiano, però sono sicuro che riusciamo a gestirla al meglio. Con un piccolissimo ritardo, del quale mi scuso, iniziamo una iniziativa molto bella, molto emozionante, perché siamo qui in presenza. È un'iniziativa che abbiamo fatto l'Agenzia Casa Clima, l'Eurac Research, qui con me, Eleonora Zenno, l'Università di Bolzano, qui con me, il professor Chris Kreuz, sotto l'egida il coordinamento della rappresentanza altoatesina a Bruxelles. Abbiamo qui i colleghi Joshua e Alessandra, e saluto a Bruxelles Vesna Caminades, che è la nostra direttrice. Questo evento è trasmesso in parte online, ci sono delle persone che si sono iscritte sulla piattaforma Zoom, c'è anche la possibilità di seguire questo evento attraverso il canale YouTube della provincia di Bolzano, e soprattutto abbiamo qualche ospite collegato da fuori. Questa iniziativa sarà presentata successivamente dai colleghi più in profondità. Io invece cercherò di tenere un po' le fila e di fungere da moderatore, quindi non farò altri commenti. Voglio solo ringraziare già da ora l'Università, Eurac e anche la rappresentanza nostra a Bruxelles per un lavoro veramente molto molto bello svolto finora. Non semplice, perché siamo istituti anche diversi, però forse lo spirito di questa giornata è proprio anche quello di unire le diversità, perché noi oggi parliamo di un tema che è molto aperto ancora nel suo design, nel suo sviluppo, il nuovo Bauhaus europeo. Sarà approfondito successivamente, ma intanto vorrei dare la parola per il saluto a una persona che voleva essere qui con noi, purtroppo aveva un impegno istituzionale, ma ci ha mandato un messaggio video. Si tratta del nostro presidente della provincia di Arno Compaccio. Grazie ancora. Sehr geehrte Damen und Herren, heute ist ein besonderer Tag, an dem wir wieder einmal über unsere Zukunft entscheiden können. Wir befinden uns im Neu Nature of Innovation Tech Park. Dies soll heute auch die Devise sein: Innovation im Denken. Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, meinte kürzlich, Zitat Anfang, ich möchte, dass die Next Generation EU eine europäische Renovierungswelle auslöst und unsere Union zu einem Vorreiter in der Kreislaufwirtschaft macht. Das ist jedoch nicht nur ein ökologisches oder wirtschaftliches Projekt, es muss auch ein neues Kulturprojekt für Europa werden. Zitat Ende. Die Europäische Kommission hat eine Initiative in die Wege geleitet, welche Europa von Stadt bis Land, von Meer bis Berg, von Denkmal bis Prototypgebäude, vom Laien bis zum Top-Architekten und von jung bis alt unweigerlich beeinflussen wird. Das neue europäische Bauhaus. Es soll den Grundgedanken der Denkrevolution aufgreifen. Beautiful, sustainable, together. Schön, nachhaltig, gemeinsam.
Doch es geht noch viel weiter als das. Es geht um eine regelrechte Änderung der Weltanschauung und der Haltung der Gesellschaft gegenüber der Ästhetik, der Funktionalität und der Rentabilität. Was ist diese Initiative nicht? Es ist keine Verordnung oder Richtlinie. Es ist auch kein neues Förderprogramm und es ist kein Arbeitsprogramm. Nein, es ist viel mehr als das alles. Das neue europäische Bauhaus ist eine Wette und eine Herausforderung. Die EU will bis 2050 klimaneutral werden. Dieses Ziel soll unter anderem dank dem New Green Deal erreicht werden. Doch auch dieses grüne Abkommen muss konkret umgesetzt werden. Um die Europäische Kommission noch einmal zu zitieren: Insgesamt sind Gebäude in der EU für 40% unseres Energieverbrauchs und 36% der Treibhausgasemissionen verantwortlich, die hauptsächlich aus Bau, Nutzung, Renovierung und Abriss stammen. Die Verbesserung der Energieeffizienz in Gebäuden spielt daher eine Schlüsselrolle bei der Erreichung des ehrgeizigen Ziels der Kohlenstoffneutralität bis 2050. Zitat Ende. Ma il New European Bauhaus non è orientato soltanto verso le infrastrutture e il clima. Si tratta di una visione per un futuro migliore, che è focalizzato su ciò che è bello. Bello diventa una dimensione che permette di abbinare materiale, innovazione e creatività. Un'opportunità per coniugare sostenibilità e interessi commerciali. Vuol dire creare un dialogo tra culture e generazioni diverse. Vuol dire salvaguardare la nostra biodiversità, permettendo comunque uno sviluppo economico rispettoso dell'ecosistema pianeta. Oggi in Alto Adige alcuni dei maggiori stakeholder hanno deciso di dare il kick-off ad una nuova era che parte da riflessioni, visioni e sogni e che porterà a concreti obiettivi e progetti. Sta a noi cogliere questa opportunità, in quanto sappiamo di trovarci a 5 minuti prima delle 12, come si suol dire. Es ist daher unsere Aufgabe und Pflicht, diese Gelegenheit zu nutzen, um Input für ein New European Bauhaus der Berge zu schaffen. Dies wird dann der Europäischen Kommission wertvolle Informationen geben, wie sie Programme und Vorhaben in Zukunft gestalten kann, wobei ein besonderes Augenmerk auch dem Berg, dem ländlichen Gebiet und den grenzüberschreitenden Zonen gilt. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Bereitschaft, bei diesem außergewöhnlichen Projekt mitzudenken und wünsche Ihnen einen kreativen und spannenden Workshop. E anche noi ringraziamo il presidente della provincia che ha già colto in parte quello di cui dobbiamo parlare, discutere, lavorare oggi. Quando nel settembre dello scorso anno la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha lanciato questa nuova iniziativa, il New European Bauhaus, definendolo come qualcosa che doveva essere beautiful, sustainable, e la terza parola era together, veramente in tanti ci siamo chiesti ma dove vuole andare a parare? E devo dire che questa sfida ha generato in tutta Europa un'incredibile vivacità. Noi non vogliamo essere da meno. Cos'è che ha fatto poi la Commissione? Ha preso alcuni dei suoi migliori tecnici, è andata in giro per l'Europa a vedere dove c'erano delle personalità che potevano gestire una sfida così complicata e ha creato un gruppo di lavoro che adesso sapremo meglio forse cosa diventa, se diventa un ufficio, se diventa un dipartimento, ma noi oggi abbiamo il grandissimo piacere e direi anche l'onore di avere qui uno dei maggiori e più importanti esponenti di questo gruppo di esperti, di tecnici di primo livello. Grazie di cuore di essere qui con noi, collegato da Bruxelles, Alessandro Rancati. Buongiorno a tutti, grazie per l'introduzione, mi sento un po' a disagio. Siamo persone normali, tecnici della Commissione. Io in realtà sono laureato in architettura, e ho lavorato come designer la maggior parte della mia carriera professionale. Sono entrato in Commissione 6 anni fa come parte del
diciamo di una unità all'interno del GRC, che è il Joint Research Center in italiano, è il centro comune di ricerca, che si occupa di introdurre alcuni metodi, diciamo, innovativi nel processo di sviluppo di politiche. E in questo caso si tratta di dei processi del design, della cultura del design. La nostra unità è nata, la New European Bauhaus, è nata come unità all'interno del Centro Comune di Ricerche in dicembre, il primo di dicembre, e quindi è stata la formalizzazione della creazione di un piccolo team. L'ambizione in un certo senso è non tanto quella di governare il processo, ma quella di facilitarlo, quindi iniziative come quella di oggi sono essenziali perché in un certo senso hanno un livello di autonomia che è necessario per garantire che la New European Bauhaus non sia un processo dall'alto al basso, ma che realmente cerchi di innescare dinamiche locali. Due parole sull'iniziativa, su come si sta sviluppando, a che punto siamo. L'iniziativa è partita appunto con una grande ambizione, che è quella di rendere il Green New Deal tangibile, okay? E di in un certo senso di attivare una parte del, se vogliamo chiamarlo, motore economico europeo, che è la parte culturale. E in questo senso il riferimento alla cultura non è tanto o solo alla cultura come prodotti, quindi teatro, cinema, eccetera, no? Eventi, performances, eccetera, ma quanto alla cultura come, diciamo, il nostro sistema operativo. E in questo senso è essenziale ripensare e rivedere il sistema operativo, perché non sta funzionando almeno in sintonia con l'ambiente, oltretutto, o in aggiunta, crea problemi a livello di relazioni sociali. E quindi l'idea è di cominciare con un approccio propositivo. Sappiamo e vediamo, ognuno di noi, nella nostra esperienza quotidiana, che attorno a noi esistono esempi concreti e funzionali di nuove forme di architettura, nuove forme di vita in comune, nuove forme di economia. E quindi l'idea di Beautiful Sustainable Together in realtà è quella di creare un contorno che possa raccogliere tutte quelle esperienze che stanno lavorando sulle tre dimensioni in contemporanea. E questo è piuttosto importante, perché ciascuna dimensione presa in separato è già parte di moltissime iniziative ed anche a supporto da parte della Commissione. Però quello che crea la differenza in questo progetto è l'idea di parlare di sostenibilità, di bellezza e di inclusione in una forma che non perda nessuna delle dimensioni. E magari portando anche un po' o allargando il tema, possiamo cominciare anche a mescolare queste dimensioni. Se parliamo di sostenibilità, possiamo parlare di sostenibilità delle relazioni tra persone e delle relazioni tra le persone e l'intorno, e quindi componenti culturali. Se parliamo di insieme o di inclusione, parliamo ovviamente di tutti i tipi di forme di inclusione che possiamo immaginare, ma possiamo estenderci anche all'inclusione tra noi come razza umana e gli animali, le piante e il resto dei componenti che formano il nostro pianeta. Quindi inclusione, sostenibilità e il concetto di bellezza è un concetto che a volte viene associato automaticamente alla bellezza come elemento di superficie,
in realtà stiamo parlando di bellezza che non è neanche, se vogliamo, un prodotto finale. Lo è ed è importante, ma a volte è molto più importante creare bellezza, per esempio, nei processi, creare bellezza nelle relazioni, per cui se, un esempio magari un po' banale, però che spero chiarisca, se lavoriamo insieme ai nostri figli ad un disegno, ad un'opera, il risultato probabilmente non è così importante o magari non è bello per tutti, ma sappiamo che quel tipo di processo è un processo che ci rende felici e crea relazione. Questa è un po' l'idea di bellezza che in un certo senso ispira il lavoro, non solo nostro, ma anche di moltissime delle persone che hanno cominciato già a contribuire alla New European Bauhaus. Quindi questo è un sommario dei concetti principali e di come mai è importante anche discutere, ridiscutere Beautiful Sustainable Together e soprattutto tradurlo a livello locale. Siamo partiti in un modo piuttosto inusuale per la Commissione, che è quello di aprire un momento di ascolto. Di solito la Commissione parte con una proposta, oltretutto concettuale ma anche pratica, e quindi una proposta di strumenti, e poi apre una consultazione per capire quali sono le reazioni a queste proposte. In questo caso l'idea è stata proprio quella di aprire la consultazione prima che ci fosse un'idea concreta. E quindi abbiamo aperto il nostro sito a raccogliere esempi, idee e challenge per la creazione di questi spazi, di questi modi di vivere. E quindi abbiamo ricevuto intorno a 2000 contributi tra esempi concreti, paper, saggi, a volte contributi magari non tanto strutturati, però pieni di citazioni e di riferimenti. E quindi è in un certo senso un modo per far emergere tutto quello che già esiste e già sta funzionando in una certa direzione, che è la direzione che forse vogliamo. E quindi il primo passaggio è stato quello poi anche di cercare di capire quali sono le dimensioni che cominciano ad emergere e che sono importanti per l'iniziativa. E sicuramente la dimensione locale viene confermata come una delle dimensioni essenziali, quindi capire che cosa significhi creare luoghi ed esperienze Beautiful Sustainable Together in ogni parte d'Europa, tenendo conto delle differenze, è importante. Ci sono altre dimensioni che cominciano ad emergere, per esempio moltissimi stanno già lavorando su un tipo di relazione tra noi umani e l'intorno naturale che è piuttosto innovativa o che tiene presente dimensioni che magari in un approccio più tradizionale al creare luoghi viene tralasciato. Esiste un interesse e molto lavoro sul recuperare l'identità dei luoghi e quindi ancora una volta l'importanza del locale e della cultura locale come motore di differenziazione, motore di creazione di valore e motore di apertura per un dialogo ricco. Riconoscere il valore locale in chiave di apertura credo che sia piuttosto importante ed emerge moltissimo. Emergono anche ovviamente le varie difficoltà, i vari challenge che abbiamo in Europa, dal tema molto pratico dell'alloggio sociale o dell'alloggio
non occupato o dell'alloggio che crea disparità, dell'alloggio che crea luoghi inaccessibili. E quindi uno dei temi piuttosto centrali anche che è stato un po' esacerbato dal virus, della nostra esperienza con il Covid. Un altro tema che emerge in quanto a challenge è l'opportunità ripensare i materiali. Ripensare i materiali e i processi costruttivi. Quindi moltissima attenzione ai materiali organici, moltissima attenzione ai materiali innovatori o innovativi e quindi il challenge in un certo senso comunque esteso di capire come l'industria della costruzione i nostri modi di costruire possono creare una transizione verso un sistema che è sostenibile, no? che non crea problemi con l'ambiente. In questo preciso istante stiamo lavorando sulla visualizzazione di questi contributi, quindi sul nostro sito a partire dal 15 di questo mese, luglio, cominceremo a farvi accedere a tutti i contributi in forma di esempi, di idee e di challenge. Stiamo lavorando un po' sull'interfaccia e sulla navigazione e a tutti i paper che sono stati che sono stati offerti, in modo che questo sia materiale grezzo anche per voi, per una riflessione vostra e soprattutto per collegarvi con tutti quegli attori che stanno già lavorando in dimensioni che possono essere compatibili con la vostra con il vostro interesse. E quindi il vostro interesse significa realmente anche non solo interesse come regione o come comunità, ma anche interesse individuale. Quindi l'idea di offrire questi contributi anche al pubblico è proprio in chiave di creazione di relazioni. In parallelo stiamo lavorando sulla produzione di questa comunicazione, che è un documento di policy che la Commissione redige e che verrà presentato durante il discorso dello State of the Union in settembre di quest'anno. Quindi stiamo cercando di includere tutti i contributi e i concetti principali che ci sono arrivati sia dai contributi online, sia dai paper, sia dai contributi della High Level Roundtable in un documento coerente che fa la somma e fa il punto, ma anche propone certe linee di sviluppo. E poi ovviamente abbiamo in corso anche i premi che verranno presentati nello stesso contesto, quindi a settembre. Settembre poi marca anche l'inizio dei cosiddetti pilot, che in realtà siamo partiti con l'idea di avere questi 5 pilot in Europa e piano piano ci stiamo attivando, stiamo lavorando su in realtà far sì che questi pilot non siano gli unici motori di sviluppo della European Bauhaus, per cui ci saranno iniziative e strumenti di supporto che completeranno o andranno a lavorare in parallelo ai pilot. E poi stiamo lavorando ovviamente anche al tema di includere il supporto privato, quindi dal crowdfunding, match funding, quindi nuovi metodi di finanziamento per attività che in un certo senso vengono riconosciute dalle comunità locali e non come attività importanti. Quindi questo un po' per riassumere l'iniziativa, lo stato in cui siamo oggi. Augurarvi
un buon lavoro. Credo che l'idea che viene presentata oggi è un'idea potente. Stiamo lavorando e stiamo vedendo come alcune forme specializzate o locali di Neuro PMA House stanno emergendo. Esiste la Neuro PMA House dei mari, esiste o si sta formando un concetto della Neuro PMA House del Mediterraneo, c'è la Neuro PMA House dei mari del nord. Quindi specializzare e localizzare il concetto della Neuro PMA House è sicuramente un'iniziativa interessante, un'idea che ha senso, e quindi niente di più, appunto augurarvi un buon lavoro e ovviamente offrire la disponibilità a collaborare, a lavorare assieme e a contribuire a creare questa comunità su cui stiamo lavorando in questi giorni. E grazie mille. Grazie mille da parte nostra. Noi sicuramente cogliamo questa proposta di collaborazione. Tra l'altro mi dicono che avremo il piacere di averti nostro ospite o interlocutore anche nella parte pomeridiana, dove poi cerchiamo un po' di tirare le fila del nostro lavoro. Confermato? Confermo. Ottimo, grazie mille. Tantissimi spunti. Noi adesso direi che cominciamo a lavorare. Io chiamerei subito qui sul podio accanto a me di nuovo l'immancabile Eleonora Psenno, e con lei questa volta per l'università Art van Bezoijen, che poi non so mai esattamente come si dica il tuo cognome, magari ce lo dici, viene dall'Olanda. Abbiamo fatto un bel lavoro di preparazione in questi due mesi e mezzo di lavoro che adesso sarà presentato. E forse cogliamo subito questo obiettivo temporale che ci ha dato Rancati di settembre, provando a finalizzare il lavoro che oggi cominciamo realmente poi entro il mese di settembre, magari per metterci in questa terminologia della commissione, essere utile. Noi qui abbiamo, questo vale anche per i relatori successivi, un presenter col quale si può mandare avanti le presentazioni. Vedrete, abbiamo presentazioni belle, agili, non troppo lunghe. Qui c'è un timer, questo timer è rigidissimo, quando diventa poi rosso io a un certo punto salgo sul palco e vi mando via, ma sono sicuro che siete tutti molto molto disciplinati. Eleonora Psenno e Art van Bezoijen adesso ci spiegano un po' cosa abbiamo preparato e cosa ci aspetta oggi. Dankeschön, Uwe. Dankeschön, ja. Also herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin hier heute für die EURAG und vertrete sozusagen die Themen zur erneuerbaren Energie und Regionalentwicklung in diesem Moment. Zusammen mit Art werden wir euch einfach nur mal kurz den Überblick schaffen. Wer gehört zu diesem Hub oder zu dieser Arbeitsgruppe? Also hier haben wir die Logos. Es ist sozusagen tatsächlich auch nach Südtirol gekommen. Vielen Dank also auch an den Landeshauptmann Kompatscher und an den Alessandro Rancati, die uns jetzt auch ein Bild gemacht haben, von dem, was eigentlich die Initiative des neuen europäischen Bauhauses ist. Und tatsächlich ist es von Brüssel nach Südtirol über die Provinz bis zu uns gekommen. Hier die Stakeholders also, wir haben die Klimahaus AG dabei, wir haben die Universität, die Freie Universität Bozen mit der Fakultät Design mit uns und auch die EURAG Research, wie gesagt. Wir haben uns sozusagen regelmäßig getroffen, das nun seit fast drei Monaten. Es war für uns ebenso eine Erfahrung zu verstehen, in welcher Hinsicht wir unsere Kompetenzen auch zusammenbringen können. Es geht darum, in die Zukunft zu blicken, aber gleichzeitig natürlich auch konkret zu werden, also dieses abstrakte Konzept hinunter zu deklinieren auf das Heute, die ersten Schritte zu überlegen, die wir gemeinsam gehen können. Und gleichzeitig auch aus dem zu schöpfen, was wir bereits an Erfahrungen gesammelt haben. Es war für uns insofern interessant zu sehen, dass es Überlappungen gibt zum Teil, beziehungsweise Synergien, und insofern auch die Zusammenarbeit unter diesen Institutionen verstärkt werden kann. Also vielen Dank ans neue Europäische Bauhaus auch für dieses Phänomen. Und heute sind wir hier, um sozusagen diesen Kreis der Beteiligten und der Initiatoren oder Pioniere zu erweitern. Ihr als Gäste hier am Neu seid sozusagen die Auserwählten für die erste Round. Es wird dann weiterhin auch Initiativen geben, also für all diejenigen, die es heute nicht geschafft haben,
sich da mit zu engagieren. Und es kommt natürlich darauf an, die Ideen von den verschiedenen Köpfen im Lande zusammenzubringen und Lücken zu füllen, die wir als Institutionen oft eben nicht ergänzen können. Und bevor ich das Wort an Art weitergebe, der dann auch einen Einblick in die verschiedenen Themen geben wird, die wir heute in den Präsentationen, aber dann auch in den Workshops vertiefen werden, nochmal kurz auch auf Italienische, die Gäste, die wie Alessandro Rancati uns auch von auswärts mithören oder mitverfolgen. Quindi un ringraziamento agli esperti, a Alessandro Rancati, anche al nostro governatore Landeshauptmann Kompatscher, per aver dato un quadro abbastanza chiaro, diciamo, di quello che è l'obiettivo dell'iniziativa. E siamo quindi riusciti a trasportare la filosofia, diciamo, del Neue Europäische Bauhaus, il New European Bauhaus, anche fino alla nostra regione. Qui siamo radunati, insomma, grazie all'invito della provincia di Bolzano, l'ufficio di Bruxelles, tra alcuni stakeholders, tra cui ci sono l'Agenzia Clima, Casa Clima, la Libera Università di Bolzano con la Facoltà di Design, e l'Eurac Research, che rappresenta qui oggi anche dei temi soprattutto incentrati sulle energie rinnovabili e lo sviluppo regionale. È stata anche per noi, come gruppo di lavoro, come Hub Mountain, come ci soliamo chiamare, è un'esperienza molto valida, perché siamo riusciti a capire anche quali sono le sinergie di tematiche, di progetti e esperienze che abbiamo raccolto sempre in questa cornice di tematiche NEP, o New European Bauhaus, e dove c'è eventualmente anche bisogno di colmare alcune lacune. E siamo qui quindi oggi anche radunati con ulteriori stakeholder della regione, che riteniamo essere molto importanti perché si possa creare un ulteriore discorso, un approfondimento anche di certe tematiche. E per chi infatti non è potuto venire oggi al DOI, ci sarà comunque anche occasione nei prossimi mesi di contattarci e di anche sviluppare ulteriori eventi e momenti di incontro. E quindi, prima di passare anche la parola al mio collega Art, che riuscirà forse a approfondire un po' di più le tematiche che oggi verranno trattate sia nelle presentazioni dei 7 minuti, Food for Thought, ma poi anche nei workshop che troveranno luogo qui a noi, vorrei semplicemente dire che sia Casa Clima che anche l'Eurac Research fanno parte dell'iniziativa del New European Bauhaus come partner ufficiali. Il che significa che siamo direttamente collegati con il gruppo organizzativo del NEP e abbiamo anche la possibilità di poi raccogliere informazioni up to date e poterle disseminare sulla regione. Also das nochmal auf kurz auf Deutsch. Sei es die Klimahaus AG als auch Eurac Research sind auch als offizielle Partner dieser Initiative des Neuen Europäischen Bauhauses erwählt worden sozusagen. Wir haben uns dafür beworben. Und sind deshalb auch wichtige Partner, sagen wir so, für alle diejenigen, die im Lande interessiert sind, weil wir direkt in Kontakt stehen zu den Organisatoren dieser Initiative und dementsprechend dann auch up-to-date Informationen ausgeben können. Gut, so viel zu mir. Die Zeit tickt, Art, wenn du möchtest. Es wird auf Deutsch weitergehen, aber per chi ci segue in italiano ci saranno le informazioni sulle slide. Ok, grazie mille Eleonora, danke schön. Ja, wir gehen zum nächsten Slide. Ich glaube, ja. Ok, ja, wie gesagt, ja, io sono Art von Besoin, parla italiano, deswegen mache ich das jetzt hier auf Deutsch. Der Slide hat die Information nochmal auf Italienisch für Sie. Ja, guten Morgen nochmal auch von meiner Seite. Vielleicht nochmal ganz kurz zu den Workshops. Ich werde das ganz kurz durchgehen, weil, wie schon gesagt wurde, jeder Workshop hat 7 Minuten, wo das Thema vorgestellt wird, was eigentlich auch schon ein Challenge ist. Aber vielleicht nur ganz kurz zu Kontext, ist es gut zu wissen, dass ja, die große Frage, also was eigentlich die Zukunftsversion aus dem New European Bauhaus wird, in Alto Adige Südtirol und wie wollen wir arbeiten, um dorthin zu kommen, ist eigentlich runtergebrochen in diese, wie ihr seht, 7 Unterthemen, ja, von 3 Institute und der Provinz. 15 Leute sind hier alle zusammen, die sich hier die Workshops entwickelt haben, in großem Dialog. Und vielleicht ganz kurz zu den 7 Themen, die finden alle parallel statt, also nicht eins nacheinander, aber
Heute Morgen werden nach zwei Stunden ganz viele Ergebnisse zu sehen sein. Der erste Workshop beschäftigt sich mit, ist von der Klimahausagentur, geleitet von Ulrich Santer, beschäftigt sich mit Nachhaltigkeit und bezahlbares Wohnen oder bezahlbare Häuser. Der nächste Workshop ist, kommt von Eurac Research, das ist Institut für Regionalentwicklung, Eleonora Psenner, Bianca Elsenbauer und Mattia Bona werden die Workshop leiten und über kreative Industrie und inklusive Gesellschaft. Der dritte Workshop beschäftigt sich mit Kreislaufwirtschaft und Bioökonomie, der ich mit Nitzan Kohn ist hier zusammenleiten werde, hier im Haus. Dann geht es weiter zum digitale Transformation für das Allgemeinwohl von Seychir Ugoyavus und Maria Menendez Blanco, auch hier im Raum. Der fünfte Workshop geht über die Aufwertung von Nachhaltigkeit und die schöne bebaute Umgebung, geleitet von drei Personen, Alexander Troy, Diego Tamburini und Francesca Avella, auch vom Eurac Research Institut für Erneuerbare Energie. Und dann noch zwei, gibt es noch Bildung durch Kunst und Design, freut mich auch sehr, die beizuhaben, Gerda Fiedesort und Giorgio Camufo von der Freien Universität Bozen. Und auch der letzte Workshop wird auch geleitet aus der Universität von Jennifer Schubert und Chris Kreutz über der Design und Kunst von der Demokratie. Also ganz viele verschiedene Themen, verschiedene Inhalte, aber ich glaube, das spiegelt auch ein bisschen die große Frage. Es ist ein diverses Thema, das lässt sich nicht mit einem Workshop ein Thema klären. Deswegen wünsche ich euch auf jeden Fall schon mal ganz viel Freude mit und ich glaube, gleich folgen dann erstmal die 7 Minuten Inputs für alle. Ja, herzlichen Dank, Eleonora und Art. Wie von Art schon vorweggenommen, werden wir jetzt die einzelnen Workshops ein bisschen genauer vorstellen. Und zwar mit Kurzvorträgen, mit 7-minütigen Vorträgen. Für mich eine besondere Freude, gleich den ersten Redner begrüßen zu dürfen. Ich habe vor kurzem eine Werbung im Fernsehen gesehen, einer ganz bekannten schwedischen Möbelmarke, wo der Slogan war, Nachhaltigkeit darf kein Luxus sein. Und ein bisschen in diesem Kontext bewegt sich ja die Klimahausagentur schon seit längerem. Und in diesem Kontext haben wir versucht, auch einen besonderen Workshop aufzustellen. Das Wort an den Generaldirektor der Klimahausagentur, an Ulrich Santer. Danke, Uwe. Buongiorno a tutti. Auch ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen. Und ich muss ja gestehen, als ich das erste Mal vom New European Bauhaus gehört habe, dann habe ich mir gedacht, ja, beautiful, sustainable, together, das klingt alles schön und gut. Aber was ist eigentlich das Neue daran? Arbeiten wir alle jetzt nicht schon jeder in seinem Fachbereich an den Themen, um die es da geht? Wird uns hier von der Kommission alter Wein in neuen Schläuchen verkauft? Aber ich muss sagen, je länger ich über das Thema nachgedacht habe, desto einleuchtender erschien mir die ganze Sache. Vor allem auch, weil Bauhaus im Grunde die Vielschichtigkeit und den Facettenreichtum sehr gut auf den Punkt bringt, um den es heute geht. Und auf der anderen Seite ist vielleicht doch etwas Neues dabei. Was mir nämlich auch sehr gut gefällt, ist, dass wir diese Themen interdisziplinär und vor allem gemeinsam denken. Wie schon das historische Bauhaus, steht auch das New European Bauhaus für einen Wandel. Es soll ja identitätsstiftend sein für eine politische Agenda, für die Umsetzung des Green Deals. Und ganz in der Tradition auch des Bauhaus steht es auch für eine bestimmte Haltung, mit der wir das Ganze machen wollen. Der Spannungsbogen und die Themen, um die es heute geht, die sind jetzt sehr weit gefächert, wie wir vorhin gesehen haben. Wir werden uns in unserem Workshop Sustainability and Affordable Housing auf das Thema Klimahaus, auf das Bauen im engeren Sinne beschränken. Wir werden sozusagen eine Brücke schlagen vom Bauhaus zum Klimahaus hin zum nachhaltigen Bauen auf Gebäudeebene.
aber auch auf Quartiersebene, auf raumplanerischer Ebene. Und das wird auch der erste Themenschwerpunkt sein in unserem Workshop. Per questa transizione ecologica, il settore delle costruzioni riveste proprio un ruolo fondamentale. Sappiamo che il settore delle costruzioni è il più grande consumatore di energie e di materie prime al mondo ed anche il maggior produttore di rifiuti e di emissioni. A differenza di tanti altri settori, in questo settore abbiamo però a disposizione già oggi tutto quello che ci serve, tutte le soluzioni, tutti i prodotti, tutte le alternative per ridurre in modo non solo efficace, ma per ridurre in modo anche economico la nostra impronta ambientale, o almeno una fetta importante del nostro impatto ambientale. Negli ultimi anni, anche noi come Agenzia Casa Clima abbiamo lavorato con successo sui temi dell'efficienza energetica, anche dell'utilizzo di energie da fonti rinnovabili. Siamo riusciti a ridurre i consumi del 90% e oggi in una Casa Clima il consumo di un edificio durante l'esercizio e l'energia grigia, l'energia inglobata insomma nei materiali da costruzione sono più o meno uguali. Per questo motivo adesso dobbiamo porre anche maggiore attenzione a questo aspetto e anche altri aspetti per ridurre, diciamo, con un approccio magari un po' più olistico e per ridurre insomma l'impatto ambientale nel suo complesso e per valorizzare di dove è possibile ovviamente anche la filiera corta e l'economia locale. E dall'altra parte abbiamo poi anche l'impatto che l'edificio ha sulla salubrità e sul benessere delle persone. Parliamo dunque di qualità indoor, parliamo però anche della qualità del contesto nel quale si inserisce un edificio. E oltre diciamo a questa dimensione materica del costruire, ovviamente il nostro habitat include anche tutto quello che è sociale, quello che è culturale. Und in diesem Zusammenhang spielt natürlich, was jetzt nicht im engeren Sinne ein Klimahaus-Thema ist, vor allem natürlich auch die ästhetische Qualität eine Rolle, vor allem aber auch die Instrumente, die wir auf raumplanerischer Ebene zur Verfügung haben. Das ist der zweite thematische Schwerpunkt für heute, moderiert auch vom zuständigen Ressort. Wir erinnern uns, als 2018 das Gesetz Raum und Landschaft vorgestellt wurde, dann ging es genau um die Themen, über die wir heute sprechen, um eine nachhaltige soziale und wirtschaftliche Entwicklung, Schutz der Landschaft, Schutz der Ressourcen, Stopp der Zersiedelung, Steigerung der Lebensqualität und eine effizientere Mobilität. In dem Ganzen, und ich denke, das ist auch ein bisschen ein Querschnittsthema heute, spielt natürlich die Digitalisierung eine große Rolle. Wir haben es gesehen im Lockdown, je höher der Anteil auch der Zeit, die wir im Smart Working verbringen, desto mehr entlasten wir auf der einen Seite vielleicht die Infrastrukturen im Bereich der Mobilität zum Beispiel. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch neue Herausforderungen und neue Anforderungen auch, wie wir unsere Wohnräume gestalten. Eng damit verbunden ist natürlich auch das Thema der Telemedizin, hat auch mit Digitalisierung zu tun. In Zukunft wird es eben möglich sein, dass viele von uns länger autonom wohnen werden. Ich denke, viele von uns sehen jetzt eben auch aufgrund der Erfahrung der Corona-Krise ihre eigenen vier Wände mit etwas anderen Augen. Ein weiteres Thema, mehr Generationen wohnen, die soziale Durchmischung natürlich auch, auf Quartiersebene, aber auch in der einzelnen Siedlung und vieles andere mehr. Und diese sozialen Themen, das ist dann der dritte thematische Schwerpunkt für heute. Insbesondere geht es da auch um das Thema des leistbaren Wohnens, um den Sozialwohnbau, um die Wohnbauförderung. Dieser Tisch wird von Heiner Schweighofer vom MOBI moderiert werden. Leistbares Wohnen ist ja nicht nur bei uns ein Thema, ist in ganz Europa, vor allem in den Ballungszentren, ein Thema. Wenn wir nach München schauen, dort haben sich in den letzten 10 Jahren die Miet- und die Immobilienpreise verdoppelt. Und natürlich ist es auch in Südtirol ein Thema für viele, vor allem für die kleinen und für die mittleren Einkommen. Die Gründe sind natürlich sehr vielfältig, die kennen wir auch. Das eine hat natürlich mit der beschränkten Siedlungsfläche zu tun in Südtirol, wodurch natürlich der Druck auf die noch nicht verbauten Gebiete steigt. Wir haben relativ viel touristisch genutzte Zweitwohnungen auch in Südtirol. Wir haben auch einen bestimmten Leerstand. Die Nachverdichtung ist in diesem Zusammenhang
natürlich auch ein wichtiges Thema. Es gibt natürlich auch bei uns in Zeiten von niedrigen Zinsniveaus Spekulationen am Immobilienmarkt. Es gibt vielleicht auch bestimmte Einpreisungseffekte der Wohnbauförderungen und andere Dinge mehr. Vor allem auch beim Leerstand müssen wir, wie andernorts auch, schauen, wie wir ein effizienteres Leerstandsmanagement hinbekommen. Ja, das waren jetzt die thematischen Schwerpunkte. Wir hoffen, dass wir heute zumindest den Aufschlag machen, dieses Thema anzugehen. Ich gehe nicht davon aus, dass wir erschöpfende Antworten auf all die offenen Fragen finden werden. Hier vielleicht ein Beispiel für ein neues europäisches Bauhaus der Alpen. Danke. Grazie mille, direttore. Io vi chiederei di prolungare l'applauso, perché la pulizia con la quale siamo riusciti a fare l'inizio di questo convegno e sono sicuro anche la fine dipende un po' anche dalla bellissima collaborazione che ci ha dato il gruppo, il team dell'EURAC che gestisce la sala conferenze del Neue Tech Park, a partire dal nostro tecnico Stefan che ha avuto qualche problema da risolvere, però nessuno se n'è accorto, quindi grazie mille a Stefan, a Federica e a Verena. Ovviamente tutto quello che da adesso in poi non funziona è colpa sua. Bene, ormai la conosciamo, richiamo sul palco Eleonora Psen, no? Lei ha scelto un titolo veramente bellissimo per il suo workshop, lo dico io no, lo faccio dire a lei perché è troppo bello. Ok, allora sì, adesso si continua con una tematica leggermente diversa, ma come si vedrà anche connessa con quella del signor Santa. Parleremo delle industrie creative e anche della società inclusiva. Ich werde es auf Deutsch halten, quindi le slide le troverete in italiano, seguiranno passo a passo quello che riferirò adesso al pubblico di madrelingua tedesca. Und die Idee dahinter war eben zu verstehen, wie die Kreativwirtschaft dazu beitragen kann, eine inklusive Gesellschaft zu fördern. Der Anfangsgedanke ist natürlich, wie wollen wir unseren Lebensraum und auch unsere Lebensweise gestalten und ändern in Zukunft? Und unser Vorschlag ist, ja, wir punkten auf die kreativen Köpfe im Lande und versuchen dort die Netzwerke zu stärken. Das würde dann auch helfen, um diese Diskrepanz oder diese Kluft zwischen dem ländlichen und dem urbanen Lebensstil zu überbrücken. Aber natürlich muss man zunächst mal verstehen, welche die Komponenten sind, die eigentlich einen Lebensraum definieren. Also dieses Bewusstsein zu schärfen, was wir eigentlich unter Lebensraum verstehen, bevor wir da überhaupt dann auch eingreifen können. Und der Vorschlag ist eben dreigeteilt. Zum einen geht es um die materiellen, um die funktionellen Aspekte des Lebensraumes, also von der umweltfreundlichen Transportinfrastruktur bis hin zu den Leerständen und auch öffentlichen Räumen. Wie kann man dafür sorgen, dass diese gut verteilt sind, dass Leute da hingehen und diese dann auch beleben? Gleichzeitig geht es um den repräsentativen Aspekt eines Lebensraums. Es geht ja auch um Identität. Wir verkörpern sozusagen unser Umfeld. Gleichzeitig wirkt das Umfeld sich auch auf unseren Lebensstil und auf unser Mindset aus. Und zum Schluss der soziale Komponente, also die soziale Komponente, das heißt, wie wir dann diese Lebensräume auch tatsächlich mit Leben füllen und welche Möglichkeiten es dazu auch gibt. Das Thema, das also in den Mittelpunkt steht, vor allem auch in unserem Workshop heute, ist das Thema Kultur. Es geht ja auch bei diesem neuen europäischen Bauhausprojekt um ein Kulturprojekt, also nicht nur ums wirtschaftliche und ökologische Denken, sondern tatsächlich auch um kulturelle Themen beziehungsweise die kulturellen und kreativen Akteure mit einzubringen in dieses Vorausdenken und Vorausgestalten oder Mitgestalten. Wir haben ja auch gesehen, auch speziell jetzt in der Krisenzeit, dass die Kultur ein wichtiger Wirtschaftszweig ist, also sozusagen das Soziale und das Wirtschaftliche vertritt und gleichzeitig dann auch Auswirkungen auf andere Sektoren hat, wie eventuell die Innovation, die Bildung, aber auch das Gesundheitswesen. Und es gibt zwei Trends, die wir heute eben auch hervorheben möchten in unserem Workshop, die sowohl auf der europäischen Ebene stattfinden, aber auch in unserer Region. Das eine ist die Tatsache, dass sich die Kreativen zusammengeschlossen haben, jetzt auch letztlich und noch vor der Krise, um der Europäischen Kommission klarzumachen, dass es mehr Sichtbarkeit für unterrepräsentierte Orte braucht, entlegenere Orte und eben auch den ländlichen Raum.
und das eben in einem Manifesto dann auch preisgegeben haben. Es geht darum, auch diese ländliche Kultur neu aufleben zu lassen, neu zu definieren. Zum anderen geht es um die Kreativwirtschaft als Wirtschaftszweig, der eben zu den aufstrebenden Schlüsselindustrien gehört und dementsprechend auch in Südtirol verstärkt unterstützt werden sollte. Dazu versteht man, also darunter versteht man alle Sektoren, die jetzt zur Kreativwirtschaft gehören, also vom Design zur Architektur, zu den darstellenden bildenden Künsten bis hin zu den Verlagswesen, Rundfunk, Film, aber dann auch das Handwerk, Videogaming, Software, also allerhand Sektoren und professionelle Köpfe, die kreativ sind, die da dazugehören. Und das macht es auch aus. Die Vielfalt dieser Industrie, dieser Wirtschaft, dieses Wirtschaftszweigs und das große Potenzial Entwicklung und Innovation, das es deshalb auch mitbringt. Wir haben in Südtirol bereits eine Studie gemacht gehabt, also das wurde im Auftrag der IDM von der Eurac Research und der Universität Bozen, in dem Fall Bildungswissenschaften, durchgeführt. Es ging darum, den Kontakt aufzunehmen mit den Stakeholdern, also mit den Vertretern dieser Branchen, aufzunehmen. Und es war eben insofern auch dank dieser Akteure, die sich dafür auch die Zeit genommen haben. Heute könnte man sagen, ganz in dieser neuen europäischen Bauhaus-Philosophie, um uns auch zu berichten, wie es tatsächlich aussieht, in dieser Branche zu arbeiten, welche Schwächen und Stärkepunkte es in diesem Sektor gibt, wo man eventuell weiter um Unterstützung suchen sollte, auch auf politischer Ebene. Und wo es hingegen auch innerhalb der kreativen Gemeinschaft Möglichkeiten gibt, sich sozusagen stark zu machen. Und aus diesem Projekt wurde dann auch ein Report verfasst. Der hat vielleicht dann auch bestimmte weitere Schritte eingeleitet. Ganz schön zu beobachten war, dass sich dann eben die Kreativen im Lande aktiviert haben. Und somit kam es jetzt auch in diesem Jahr, gleich zu Anfang, dazu, dass zum Beispiel diese Perfas, der erste Verein für Performing Artists, gegründet wurde, sowie dann auch eine Fachgruppe innerhalb des HDS, die sich speziell mit Kultur- und Kunstschaffende auseinandersetzt und somit die Brücke zwischen Wirtschaft und Politik schlägt. Und dann gibt es auch noch eine Arbeitsgruppe von verschiedenen Stakeholdern aus verschiedenen Bereichen, die sich regelmäßig trifft, eigentlich auf freiwilliger Basis, und darauf schaut, dass es sozusagen eine Kontinuität in dieser Initiative gibt, das Konzept der Kreativwirtschaft sozusagen zu stärken und irgendwann mal hoffentlich auch mit mehr Unterstützung der Landesverwaltung und der Gemeinden dazu führen kann, dass es tatsächlich auch eine zentrale Plattform für die Kreativwirtschaft in Südtirol geben wird. Und was wir heute hingegen bei unserem Workshop speziell vertiefen möchten oder besprechen möchten mit unseren Gästen, ist das Phänomen der Creative Hubs. Auch die Creative Hubs gehören zu der Kreativwirtschaft und vereinen auf perfekte Art und Weise sozusagen den physischen Raum der Begegnung verschiedener Leute, verschiedenen Hintergrunds, also kulturellen Backgrounds, aber auch professionellen Backgrounds, aber auch die virtuelle oder digitale Vernetzung dieser. Und wir haben auch zu Gast hier bei uns einen Vertreter aus dem ländlichen Raum der Creative Hubs, das ist die Basis Finchgau, die werden uns berichten, wie es dort aussieht, welche Möglichkeiten es gibt, wenn man eben einen Leerstand wiederbelebt und zwar neu definiert dann auch. Und zum anderen die Waystation Bozen, welche hingegen mehr Einblick in den urbanen Kontext gibt. Und es wird bestimmt eine spannende Diskussion werden. Also es geht insgesamt, um dann auch abzuschließen, darum, dass man gemeinsam agiert, dass man eben die Kreativwirtschaft als Motor hernimmt, um auch dann verschiedene Praktiken oder kulturelle Aktivitäten organisiert und die Kultur zugänglicher macht und dann auch die anderen Leute mit einbezieht im kreativen Denken. Und damit gebe ich weiter. Dankeschön. Grazie Eleonora, sono senza parole, tutti puntualissimi, vediamo se riusciamo a tenerlo fino alla fine. Grazie anche per questo, ovviamente, perché ci permette di arrivare poi negli orari previsti alle nostre scadenze. Bene, qui voi avete visto che in verità tutti i titoli sono uno più bello dell'altro, poi vediamo se riusciamo anche a dargli sostanza. Chiamo di nuovo il nostro olandese sul palco, Art van Bezoin, Bezoin. Prima o poi lo imparo, che ci presenta il suo workshop dal titolo Design Circolare e Bioeconomia. Grazie. So, 7 minuti, weniger.
Ja, es, ich werde ganz kurz eine kleine Einführung geben. Ich fange da mit einem, wie sagt man das, einem Big Picture und gehe dann, zeige euch dann zwei kurze Beispiele, die stellvertretend sind an der Themen, die wir in die Workshop handeln wollen. Mit wir meine ich Nitzan Cohen und ich. Und um mal gerade mit dem Thema Inklusion anzufangen, gehen wir erstmal zu unserer, eigentlich wahrscheinlich unsere favorite Planeten, wo wir alle zusammen sind. Inklusion heißt auch, wir sind ja alle hier, wenn man sagt, wir sind im gleichen Boot, hört sich vielleicht sehr negativ an, aber es ist eigentlich auch sehr schön, hier zusammen zu sein in diesem Ökosystem. Und egal, was wir machen, Workshop oder kein Workshop, oder da wird sich, es gibt hier eine Interaktion auf diesem Planet, die wo viele Bereiche sich beeinflussen. Und wo ich eigentlich auch fokussieren möchte, ist, wenn man nach unserem Planeten guckt, könnte man sagen, es ist ja schade, es ist ja begrenzt, sind ja limitierte Ressourcen oder Ressource limitata, was man vielleicht als Problem sehen könnte, aber es ist ja andererseits auch eine Challenge, eine Herausforderung. Und ein anderes Richtung wäre vielleicht eher zu gucken, es ist ja, weil es ja ein lebendiges System ist, bietet es ja auch Chancen als ja, Organismo, Vivente. Es ist ja nicht stillstehend, es ist dynamisch und das heißt auch, dass Sachen, wenn sie vielleicht gebraucht werden oder umgewandelt werden, auch wieder nachwachsen können. Da vielleicht das Stichwort nachwachsende Rohstoffe. Und eigentlich in diesem Kontext möchte ich dann damit eigentlich die Themen Kreislaufwirtschaft oder Circular Design und Bioökonomie kurz erläutern mit eigentlich mit zwei Beispielen, die sich in zwei, man könnte sagen, zwei Systeme oder zwei Kreisläufe befinden. Das eine ist mehr ein technischer Kreislauf auf die rechte Seite, wo es eigentlich mehr geht um, man könnte sagen, industriell hergestellte Produkte. Und auf die linke Seite eher die biologische Kreislauf. Sie kennen bestimmt die Modelle. Diese Modelle haben Sie ein bisschen im Kontext von Cradle-to-Cradle-Gedanke gesehen. Sie haben eher einen Philosophienansatz, um ja eigentlich effektiv mit Materialien umzugehen, sowohl in technischer Ebene als auch biologischer Ebene. Und um das nicht nur als Modell zu zeigen, aber auch in der Praxis, weil da geht es eigentlich auch sehr stark drum, was wir im Workshop auch besprechen werden, wollte ich gerne zwei Beispiele zeigen aus meiner Heimat und nicht nur aus Nostalgie, aber ich habe gedacht, das passt vielleicht ganz gut, weil es ja auch im Bauhaus das Thema Bauen, in das Bauen eigentlich alles zusammengekommen ist. Und in dieses Kreieren könnte man sagen, da könnte man über Interdisziplinarität sprechen. Fange ich kurz an mit diesem technischen Kreislauf, da zeige ich hier ein Pavillon, es nennt sich der People's Pavilion. Das heißt so, es heißt nicht das Kunststoff-Pavillon oder weil es eigentlich hier in 2017 auf der Dutch Design Week, ein Designfestival in den Niederlanden, präsentiert wurde. Und eigentlich als ganz konkretes Beispiel oder auch Experiment, um zu zeigen, wie Kreislaufwirtschaft funktionieren kann in der Praxis. Und so sieht das von drinnen aus. Und wie Sie sehen, gibt es da ganz viele Spanngurte, natürlich auch Equipment, Möbel. Eigentlich ist fast alles ausgeliehen, was in dieses Haus zu sehen ist. Und das war auch die Gedanke hinter dieses Konzept, ist, dass das Gebäude gebaut werden kann, aber sich am Ende auch auflösen kann oder sich wieder distribuieren kann. Und das ist natürlich ein ganz interessanter Gedanke, weil man Gebäude nicht mehr sieht als statische Elemente, die gebaut werden und dann vielleicht abgerissen werden oder irgendwie recycelt werden. Aber eigentlich vielleicht nur ein Zusammenkunft sind von Materialien, die in Gebäude formen und am Ende sich wieder verteilen und vielleicht wieder was anderes werden können. Und vielleicht nochmal ganz konkret oder ganz praktisch im Sinne von Material. Die Kunststoffe, die Fassade, die wurden aus Restabfällen aus der Stadt Eindhoven gemacht. Das sind hauptsächlich PET-Teile. Also das ist jetzt nicht so ein Fassadenteil, aber nur mal illustrativ als Kunststoffelement. Die Fassade wurde selber hergestellt und wurde auch am Ende wieder verteilt oder für andere Projekte genutzt und ist eigentlich entstanden aus Abfällen. Und was ich vorher gezeigt habe mit dieser Spanngurte, das ist auch ein ganz bewusstes Konstruktionssystem, weil dadurch kein Nägel oder Verkleber und so weiter notwendig war und dadurch eigentlich das Gebäude auch wieder auseinandergenommen werden konnte.
Und so sieht es dann ja, bei der Aufbau und bei der Abbau aus. Die Teile sind alle wieder zurückgegangen, teils zu neuen Anwendungen, teils sind die wirklich ausgeliehen von einer Firma und wieder zurückgegeben. Und weil sie nicht verschraubt waren, waren die Materialien wie neu. Das ist nur so das eine Gedanke. Der zweite Kreislauf, da muss ich ein bisschen schneller sein, sehe ich auf die Uhr. The Growing Pavilion, da geht es weniger um Zusammenbringen und Assemblieren, da geht es mehr um Wachsen. Und da zeige ich nur hier dieses Material, diese Bausteine, die ist gewachsen aus Pilze. Es gibt verschiedene Biomaterialien, die wir mittlerweile nutzen können. Aber in diesem Fall wurde da für die Fassadeelemente viel mit Pilzkulturen gearbeitet. Und nicht nur aus Haus oder aus Gebäude, das wurde vorher gewachsen und aufgebaut, aber auch drinnen gibt es ein paar Beispiele, wo gezeigt wird, wie Wachstum oder Produkte wachsen zu lassen, statt sie zu konstruieren, genutzt werden könnte, wie zum Beispiel in dieser Hocker, die eigentlich wirklich aus ganz feinen Mizelwurzeln verbunden ist, wie so eine Art Biokleber könnte man das, das nennen. Und vielleicht hier noch ein zweites Beispiel mehr in die Richtung von Mode, Fashion von einer Modedesignerin Daniela Heuting aus den Niederlanden, die eigentlich mit Pilzkulturen Kleidung herstellt. Und so sieht das nochmal abends bei Nacht aus. Also es hat wirklich da 9 Tage gestanden, wurde dann am Ende wieder auseinandergenommen, so ähnlich wie dieses erste Gebäude. Das ist jetzt hier aus 2019. Und das ist vielleicht nochmal so ganz gut, das im Blick zu behalten, dass diese zwei Richtungen, dass das eine ging mehr um das Schließen von der Kreislauf, das andere Beispiel ging es eigentlich mehr um nachwachsende Rohstoffe, ist, dass da sehr viele Potenziale noch liegen und gerade, denke ich, vom Design ja, die Möglichkeiten genutzt werden könnten und sollten. Und damit verlassen wir ja, den Präsentation. Vielen Dank. Danke vielmals, Art. Ognuno ha il suo modo di arrivare al clock finale puntuale. Grazie ancora. Noi continuiamo spediti. Ci affrontiamo adesso un altro tema, peraltro molto importante, per presentare questo workshop chiamo sul palco Maria Menendez Blanco, che ci presenta il workshop sulla trasformazione digitale e il bene comune. Ok, buongiorno, guten Morgen. Ich werde heute auf Italienisch sprechen, das ist sicuramente meglio per tutti. Sono Maria Menendez Blanco. E insieme con Cecil Ugur Jabut siamo responsabili di organizzare la tematica sulla trasformazione digitale per i beni comuni. Tutti e due abbiamo una vasta esperienza nella investigazione, progettazione e sviluppo di strumenti, progetti e iniziative che utilizzano le tecnologie digitali in modo partecipativo in diversi contesti. Allora, io sono una ricercatrice alla Facoltà di Informatica nella Università di Bolzano e Cecil è una ricercatrice nella Facoltà di Design e Arti sempre alla Università di Bolzano. Allora, anche se abbiamo questa esperienza, quando abbiamo iniziato a lavorare su questa presentazione, una domanda ci continuava a tornare. E quindi ci abbiamo chiesto, ma cosa vuol dire digitale nel contesto del New Bauhaus e come può il digitale trasformare i beni comuni? E per provare a rispondere a questa domanda, abbiamo provato a immaginare diverse combinazioni di questi due termini. Quindi abbiamo preso il nostro titolo e abbiamo provato a sostituire le due parole o i due termini con altri termini che possono essere relazionati con tecnologie e con beni comuni. E adesso vediamo insieme alcune di queste combinazioni. Per esempio, se prendiamo le tecnologie open source e democrazia e diritti umani,
ci può aiutare a immaginare piattaforme digitali sviluppate collaborativamente che possono creare opportunità per ampliare la partecipazione degli abitanti di una città. Un tentativo di questo esempio, lo vediamo nell'immagine, che potrebbe essere la piattaforma di Consul, dove le persone possono partecipare a processi deliberativi o bilanci partecipativi nella loro città. Questo è un progetto che è cominciato nella città di Madrid e è andato avanti in altri 35 paesi. In cambio, se prendiamo platform governance come un termine che è adottato dallo sviluppo tecnologico per riferirsi ai sistemi di regole, norme e lavoro che governano una comunità online, sviluppo economico ci può aiutare a immaginare piattaforme digitali che promuovono modelli economici alternativi. In questo senso, Airbnb potrebbe essere un esempio che concretizza un movimento che cerca di incoraggiare forme di turismo che rispettano i principi di un'economia equa, non estrattiva e collaborativa. Invece, se le tecnologie diventano fisiche, il bene comune e l'ambiente ci può aiutare a sviluppare strumenti come lo Smart Citizen Kit, che è stato creato con lo scopo di aiutare le persone a mappare l'inquinamento delle città e così rendersi consapevoli della qualità dell'aria nella loro città. Questo progetto è cominciato come un progetto pilota alla Fab Lab di Barcellona e dopo ha servito di ispirazione in tanti altri Fab Lab. Dunque, questo caso porta in primo piano la partecipazione può anche essere chiave per rendere i progetti sostenibili nel tempo, quindi un'altra definizione di sostenibilità come parlava all'inizio anche Alessandro Roncati. Quindi il primo passo per le trasformazioni digitali per i beni comuni è immaginare di cosa stiamo parlando e come i risultati possono interagire e influenzare la società senza dimenticare che lo sviluppo e anche l'innovazione tecnologica non sempre vuol dire progresso sociale. Anche citando Ruha Benjamin, uno dei problemi in immaginare le trasformazioni digitali è che alla fine molte persone sono costrette a vivere nella immaginazione degli altri. E quindi, tutto sommato, questo esercizio di alternare i termini è diventato molto utile per riflettere su tanti esempi esistenti, ma anche immaginare possibilità future che mostrano come le tecnologie digitali possono trasformare aspetti relazionati con un bene comune, come per esempio i beni culturali, come vediamo in questa slide, ma anche l'agricoltura, l'accessibilità, lo spazio pubblico, e anche la natura. E adesso ci chiediamo, quali sono le tecnologie digitali e i beni comuni che ci possono aiutare ad immaginare insieme dei futuri belli sostenibili nel contesto locale, come previsto nel New Bauhaus? Anche come mettere insieme prospettive di design e in particolare quella del New Bauhaus per immaginare e sviluppare anche questi futuri. Dal 1919 il Bauhaus ha formato e forma designers che hanno fortemente influenzato il nostro mondo materiale. Più di 100 anni dopo della sua fondazione, ci chiediamo come reimmaginare un mondo che non è solo materiale, ma anche digitale. E per continuare a parlare di come fare queste progettazioni, ci vediamo nel workshop alle 11.
Io sono senza parole. Blanca, sei spagnola? Blanca? Maria, sei spagnola? Siamo contenti di aver vinto, però avete giocato benissimo 2 giorni fa. C'è un inglese in sala? No, non ci sono inglesi. Il nuovo Bauhaus europeo, come abbiamo visto, probabilmente sarà qualcosa di molto ampio, però ammettiamo che il calcio non c'entra, a dir la verità. Bene, quindi andiamo avanti spediti. Altro tema, anzi, altro titolo molto bello, complicato, secondo me, anche poi da mettere per terra, è la valorizzazione dell'ambiente costruito bello e sostenibile. Ce lo presenta Alexandra Coi. Grazie per l'introduzione, danke für die Einleitung. Ich wechsle jetzt zurück auf Deutsch wieder in der Präsentation. Die Slides sind vor allem Bilder und ein bisschen der Text, der drauf ist, italienisch, sodass für jeden etwas dabei ist. Ich finde die Idee, dass wir das praktisch jeder in seiner Muttersprache heute gestalten, eine sehr schöne. Das Valorization, das würde ich, wenn ich es jetzt auf Deutsch übersetzte, vielleicht gar nicht so sehr mit Aufwertung übersetzen, sondern mit in Wert setzen oder Wert schätzen. Ich glaube, es geht ganz stark um das, was da ist. Und was wir auch im Workshop, den wir jetzt begleiten, anfangen möchten, ist, dass wir ganz klar den Menschen in den Mittelpunkt setzen. Dass wir die Sache angehen als die Gebäude, die nachhaltig und schön sind, in denen leben wir, die wir hier sitzen, die ganze Gesellschaft. Und wie wir dort leben, wie das aussieht, das gestalten auch wir. Für mich war, wie ich zum ersten Mal so den Slogan von der Ursula von der Leyen gehört habe, der ganz starke Impuls, sie möchte uns alle mit reinholen, diesen Prozess. Das darf nicht von außerhalb kommen, wie wir leben, sondern wir müssen das mitgestalten. Und ich habe es als eine große Chance gesehen. Ich bin Ingenieurin, großer Fan von Architekten, habe viele Freunde in der Denkmalpflege, von denen ich in den letzten 10, 20 Jahren unglaublich viel gelernt habe. Bin immer wieder neugierig, aber auch auf die Gespräche mit den Nutzern von Gebäuden, mit den Gestaltern von Städten. Ich glaube, dass gerade aus diesem Dialog, aus diesem Gemeinsam das Neue entstehen kann, das Gute entstehen kann. Und wir würden jetzt praktisch bei uns im Workshop die ganze Sache probieren, so anzugehen, dass wir das auf 3 Themen jetzt nochmal so ein bisschen strukturieren. Das eine wäre so der Gedanke des Wertes von öffentlichen und sozialen Raum, also ein bisschen die Stadt, das Dorf, die Gesellschaft. Dann uns aber auch nochmal, zuerst stand über der Slide Heritage, Denkmalpflege. Ich habe es dann übersetzt als Wert von Geschichte und von Geschichten. Und das dritte Thema wäre dann wirklich noch das behagliche, das gesunde Wohnen in Räumen. Ich habe mich da tatsächlich auf 3 Folien beschränkt, einfach mal ein bisschen Bilder wirken zu lassen. Die Städte, die Dörfer, in denen wir leben, wo die Art und Weise, wie sie gebaut sind, natürlich daraus kommt, wie wir darin gelebt haben, aber die auch ganz klar beeinflussen, wie wir darin leben. Ich glaube, nicht alles, was an Entwicklung im letzten Jahrhundert gelaufen ist, waren Entwicklungen, die den Menschen ins Zentrum gesetzt haben. Wir haben, glaube ich, sehr viele Städte, wo das Auto einen erstaunlich großen Stellenwert bei der Gestaltung erhalten hat. Ich sehe jetzt aber durchaus auch wieder ganz klare Entwicklungen, die wieder den Menschen ins Zentrum stellen wollen. Den Mensch, der in diesen Städten und Dörfern lebt und den Mensch, der praktisch das auch gestaltet. Also die kleinen Bilder unten sind zum Teil Fotos von Situationen, wo Menschen zusammenkommen in den Städten über das im öffentlichen Raum, aber auch praktisch Bilder, die irgendwo zeigen, wie kann ich denn das gestalten? Das war jetzt die falsche Richtung. Zweites Element, wie gesagt, der Wert der Geschichte und der Geschichten. Ich habe unten nochmal 4 Elemente ganz kurz genannt, die ich einfach nur beispielgebend für Initiativen, die diesen Gedanken aufgenommen haben, zitieren möchte. Einmal zum Beispiel das Projekt
Upgrade Geschichten von Menschen und Häusern von der Architekturstiftung vor einigen Jahren, wo sie die Stadtviertel in Wert gesetzt haben, indem Personen dort von ihrem Gebäude, von ihrem Viertel den anderen erzählt haben und damit einen Zugang geschaffen haben. Ich Ingenieurin brauche oft jemanden, der mir was zur Architektur erzählt. Aber in dem Augenblick, was mir jemand erklärt hat, kann ich es auch sehen. Oder die Bauernhauszeichnung, wo gut gelungene Sanierungen prämiert werden, wo ich ganz super finde, die Interviews, die da gemacht werden mit den Gebäudeeigentümern, weil so wunderschön herauskommt, was denen wichtig war. Und das ist natürlich das gesund und behaglich leben können, aber ganz stark auch das weiterführen können, was die Leute vor mir vorbereitet haben, was die Leute vor mir gebaut haben. Das Weitertragen als etwas, das ich wertschätze. Das nächste Bild wäre der Historic Building Energy Retrofit Atlas, wo wir im Zusammenbringen von zwei unterschiedlichen Projektkonsortien gute Beispiele für Sanierungen gesammelt haben von Gebäuden, wo wir auch ganz klar nicht mit der technischen Lösung beginnen, sondern immer mit Bildern vom Gebäude und mit dem Zeigen, was an Werten, was an Schönheit vorhanden ist und wieder praktisch weiter genutzt, wieder in Wert gesetzt werden konnte. Und schließen möchte ich diesen Aspekt mit dem Zitat von den Pritzker-Preisgewinnern letztes Jahr, der für mich sehr inspirierend war. Never demolish, never remove, always add, transform, reuse. Ich glaube, das spricht auch ganz vielen von meinen Vorrednern aus der Seele. Drittes Thema, das gesunde, das behagliche Leben in Innenräumen. Wir sind viel in Innenräumen und wir können die behaglich gestalten. Da spielt ganz viel eine Rolle. Das sind ganz viele Maßnahmen, die Art und Weise, wie wir das Gebäude bauen, ob das natürlich belüftet werden kann, ob das natürlich belichtet werden kann, wie die Innenhöfe gestaltet werden, welche Materialien ich verwende, dass es sowohl thermisch gut funktioniert, als auch von allen Emissionen, die wir so haben. Es geht auch ganz viel um, wie baue ich mit welchen Materialien, kann ich Nachwachsende verwenden, kann ich Fassaden begrünen, alles solche Dinge. Die unten, das wären praktisch ein paar Projekte, in denen wir an der EUREC uns mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Die würden wir dann im Workshop gerne so erstes Input reinbringen, aber vor allem sind wir interessiert, was Sie beitragen können an Ideen, an Initiativen, die laufen, die Sie kennen, die Sie einbringen möchten, weil ich eben, wie gesagt, glaube, dass der Dialog und das Zusammentragen von Ideen eine gute Grundlage für Gelingen ist. Danke. Danke dir, liebe Alexandra, für die Inhalte, die Sympathie und die Pünktlichkeit, wie alle. Großartig, proseguiamo con colui che sta diventando il mio professore preferito. Abbiamo lavorato molto insieme, si è seduto in fondo, così ha un po' di tempo per riflettere su cosa dire durante il viaggio. Ti servivano adesso? Ti servivano adesso? No, no, no. Adesso ti stampo anche i tuoi fogli. Questo è il presenter. No, non serve perché noi abbiamo lo slide già continuo, vero? Figurati, noi siamo veramente creativi, quindi educazione attraverso l'arte del design. Giorgio Camuffo. Buongiorno a tutti, sono Giorgio Camuffo e insegno alla Facoltà di Design e Arti e con Gerda Videsot siamo i facilitatori di questo gruppo. Educare arte e design. Io non so esattamente che cosa sia educazione, so che educare è la parola più importante che noi dobbiamo avere sempre qua davanti, sempre tatuata nei nostri cuori, se è possibile. Pensate, io ho sentito dei bellissimi interventi, ma esiste un'industria creativa senza l'educazione? Esiste un tema sociale senza l'educazione? Esiste un'idea della politica senza educazione? L'educazione è centrale nelle nostre vite, deve essere fondamentale. Quindi io direi, che cos'è l'educazione esattamente? Io ho fatto questo video, l'educazione è
inesistente, non esiste, è vuota, dobbiamo noi creare i contenuti. E non deve essere un tema dedicato alla scuola, soltanto della scuola, tutti dobbiamo educare. E per questo noi abbiamo organizzato in questo modo questa conferenza. Che cos'è il design? Il design è, oggi è difficile dire che cos'è design. Design è, una volta il design, mi è piaciuto molto l'intervento di questo signore che diceva il bello. Il design a volte era costruire degli oggetti. Oggi design ha molti significati. Il design è mediazione, partecipazione, cura, attenzione, è molte, molte cose. E quindi noi anche il design facciamo fatica. Abbiamo tutti questi campi nel nostro campo, nel nostro workshop che dobbiamo definire. E che cos'è l'arte? Sapete dirmi che cos'è l'arte? L'arte è una necessità, è il respiro, è la sentinella che noi dobbiamo fare. Come abbiamo organizzato, scusate ma ho mal di schiena quindi faccio fatica a parlare, come abbiamo organizzato questo workshop? Questo workshop lo abbiamo organizzato in 5 incontri. Il primo è pratiche. Cosa può fare il design per migliorare il design e l'arte, per migliorare i temi dell'educazione? Cosa può, questo è il primo. Il secondo è gli spazi. Come può il design contribuire a progettare degli spazi? Come fa il design a inventare degli spazi o creare delle connessioni tra gli spazi, semplicemente. Il terzo è l'industria. L'industria, come può l'industria, anche l'industria produttiva, quella che produce, creare delle occasioni per apprendere. Vedremo degli interventi anche durante il nostro workshop di industriali che che vogliono impegnarsi nel tema dell'educazione. Poi abbiamo infine anche le imprese culturali, cioè i musei, le scuole, le istituzioni. E noi cercheremo in questo breve workshop, perché in 2 ore un tema come l'educazione ci rendiamo conto che è difficilissimo da sviluppare. Cosa possiamo dire? Possiamo soltanto dire, come diceva Munari, che l'educazione è la costruzione di luoghi dove si fanno domande. Ci chiediamo che cosa vuol dire educare, che cosa vuol dire costruire degli ambienti dove si può parlare, dove si può discutere, dove si può creare, costruire delle domande. Questo è quello che faremo oggi e la mia speranza è che da questo workshop, che è molto breve, molto veloce, noi potremmo, non so se riusciremo a costruire dei modelli o mostrare delle pratiche, ma sicuramente noi potremmo, come posso dire, porre delle domande, porre dei quesiti, aiutare gli altri. E questo è anche il compito che fa il design, che ha il designer. Il designer oggi, come avete detto molto bene, anche come hanno detto i miei colleghi, è anche un mediatore. E io sono qua, qualche anno fa sarebbe stato impossibile per me pensare di venire in questa platea a parlare di educazione. Eppure il mio ruolo è quello di educare. Poi anche educare significa, ancora 2 minuti e mezzo, educare significa anche, a mio avviso, e qua forse c'entra anche il design, vedere, immaginare, costruire degli scenari dove la gente si mette dentro. Io avrei finito. Grazie. Non abbiamo definito un premio per chi finisce prima, 2 minuti e mezzo. Grazie mille. Questo ci permette, alla fine di questo giro, di fare un'altra puntata a Bruxelles e di fare una breve interlocuzione con Alessandro Rancati su queste prime presentazioni. Però, chiudiamo, last not least, un altro dei miei professori preferiti di questi giorni, Chris Kreuz. Ah, si porta, poi mi presenterai tu. La tua accompagnatrice o collega, e questo tema veramente è il massimo, design e l'arte della democrazia. Grazie Uwe, do la parola alla mia cara collega Jennifer Schubert. Sì, grazie mille and hello everybody. So we are Jennifer and Chris. I'm a researcher in the area of social interaction design, and Chris, the study course leader of the master. The study course leader of the master in eco-social design. And we are talking today about design and art of democracy.
So when you hear the term democracy, you probably have associations like a really regular, ach so, ich wollte eigentlich auf Deutsch sprechen, Entschuldigung. Genau, ja, wir hatten das Ganze auf Englisch vorbereitet. Der Workshop kann auf Italienisch, Deutsch oder auch Englisch stattfinden. Wir können auch in die verschiedenen Sprachen wechseln. Genau, beim Begriff Demokratie haben Sie wahrscheinlich unterschiedliche Assoziationen, wie die regelmäßig stattfindende Wahl alle 4 Jahre oder auch Elemente wie das Parlament oder demokratische Entscheidungsfindung oder auch gewählte Repräsentanten, die in einer bestimmten Zeit versuchen, ein Wahlprogramm zu erfüllen oder auch nicht. Schon in diesem Bereich sind sehr viele Herausforderungen, über die wir aber heute nicht so sehr sprechen wollen, weil Demokratie noch viel mehr ist und viel mehr Facetten bietet, wie man auch in diesem Zitat von Bon Siepe, einem Designtheoretiker, lesen kann. Demokratie hat nämlich auch viel mit Teilnahme und Teilhabe zu tun. Es hat viel mit einem Space for Self-Determination, also einem Ort für Selbstbestimmung zu tun, aber auch einem gemeinsamen Tun und etwas gemeinsam schaffen, um auch dann gemeinsam in einer Welt zu leben, die man bevorzugt und in die man auch positiv quasi nach vorne blicken kann und darin leben möchte. Ja, Bon Siepe hat auch beschrieben, dass es halt viel mehr ist als dieses formale Recht, alle 4 Jahre zu wählen. Und so halt auch der ganz treffende Bereich, dass es mehr ist als das Recht, aus sehr vielen verschiedenen Smartphones oder Mobiltelefonen auszuwählen. Und er beschreibt halt auch einen offenen Ort für Selbstbestimmung. Und den kann man auch ganz direkt übersetzen in den öffentlichen Raum, wie hier an einem Parking Day, einer Aktion, an dem Straßen umgenutzt werden und auch Parkplätze quasi gemietet werden für einen Tag und dieser Platz in Städten, aber auch in Dörfern umgenutzt werden können. Und diese gemeinsame Erfahrung, beispielsweise wenn vor dem eigenen Geschäft eher Kinder spielen oder man sich etwas zu essen holen kann, die verbindet. Und diese Erfahrung gibt dann auch die Möglichkeit, die eigene Vorstellungskraft zu erweitern und um über verschiedene Utopien auch nachzudenken. Hier ein Beispiel eines Forschungsprojektes, in dem ich auch eingebunden war, das Projekt Mitmach statt Brandes, Participatory City, welches auch im eher ländlichen Bereich im Osten Deutschlands stattgefunden hat. Und da wurde ganz gezielt darüber nachgedacht, wie man auch die Entscheidungsfindung öffnen kann und auch die Kommunikation zwischen Verwaltung und der Zivilgesellschaft, wie man die durch unterschiedliche, auch spielerische Elemente ausbauen kann, um das Ganze zu öffnen und auch verschiedenen Akteuren Zugang zu bieten. Und ganz gezielt wurde darüber nachgedacht, wie digitale Kommunikation, hybride oder auch physische, bereits bestehende Elemente, wie beispielsweise die Litfaßsäule, umgenutzt werden können. Wichtig ist es dabei, wirklich alle Akteure einzubeziehen und die Möglichkeit auch der Teilhabe zu eröffnen. Und so sollten beispielsweise Probleme wie Sprachbarrieren oder auch ein fehlendes Wissen, digitale Technologien zu verwenden, überwunden werden. Und hier sind auch 3 Beispiele dafür. Einmal oben rechts zu sehen, der Briefkasten, der alle Einwürfe digitalisiert. Und da können auch handgeschriebene Beiträge dabei sein, unterschiedliche Sprachen und so weiter. Oder unten links zu sehen, die Audiobox, die unterschiedliche Ideen oder auch Beschwerden aufnimmt mit einer Sprachnachricht und dann direkt an die jeweilige Behörde oder auch zuständigen Ministerien senden kann oder, wie schon beschrieben, die Litfaßsäule. Jetzt würde ich gerne an meinen Kollegen Chris das Danke, Mikro Jennifer. Weitergeben. Ich mache ganz schnell auch weiter auf Deutsch. Zu der Demokratisierung von Designprozessen werde ich jetzt gar nicht so viel sagen, aber nur als Beispiel, ein neuer Platz will gestaltet werden in einer Stadt. Wieso nicht die Bürger und BürgerInnen, die dort wohnen, die verschiedenen Assoziationen, Unternehmen und so weiter,
darüber bestimmen lassen, was dieser Platz für Anforderungen erfüllen soll. Participatory Planning, auf Englisch das Stichwort. Hierzu laufen einige Projekte, unter anderem eben bei Studierenden von uns zur Zukunft der Piazza Don Bosco. Gleichzeitig gibt es auch sozusagen, sehe ich auch als eine Art von Demokratieförderung, künstlerische Interventionen im Kontext von zivilgesellschaftlichen Protest und dergleichen, wo auch andere Sprachen und Formen gefördert werden. Josef Beuys hat mal gesagt, Demokratie ist Spaß. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Gleichzeitig gibt es sehr strukturierte Prozesse, in denen Design eine Rolle spielen kann, wie hier zum Beispiel im Bürgerhaushalt Malz. Hierfür hat die Informationsdesignerin Lisa Borgenheimer Material produziert, das Leuten ermöglicht zu verstehen, wie funktioniert das überhaupt. Ja? So dass auch Laien an komplexen Planungsprozessen oder Entwicklungsprozessen in Gemeinden teilnehmen können. Wichtige Rolle für Design. Und last but not least, die Demokratisierung von Politik im größeren Sinne. Weil nur alle ein paar Jahre wählen zu können, kann es ja nicht sein. Und wir sehen auch, dass trotz vieler rhetorisch bester Absichten auf politischer Ebene die tiefgreifende Transformation einfach nicht stattfindet. Das ist eine Limitation des repräsentativen, parteiengetriebenen parlamentarischen Systems. Deswegen gibt es so viele Initiativen, dieses zu erweitern. Zum Teil von oben eingesetzt, wie Macrons Bürgerräte-Initiative zum Thema Klima, zum Teil von unten, wie die sozialen Bewegungen der Klimagerechtigkeitsbewegung, auch sehr viele Designelemente dabei, wie wir oben links sehen, zum Teil selbst organisierter Klimabürgerrat, wie in Deutschland oder eben in Österreich eine Initiative, die aus dem Volksbegehren hervorgegangen ist. Und ähnliche Sachen gibt es auch hier in Südtirol, unter anderem eben seit ungefähr 1,5 Jahren den sogenannten Zukunftspakt, ein spezielles Modell, das verstetigt Partizipation und nicht als einmaliges Event versucht vorzuschlagen und dieses gestaltet. Um all diese Themen geht es in unserem Workshop, also in Design und Kunst für Demokratie, Design und Kunst als Demokratie, Design und Kunst selbst zu demokratisieren. Und wer auf diesen allen Ebenen mit uns gemeinsam nachdenken will, was wir hier in diesem Rahmen und in Zukunft machen können, seid eingeladen, unserem Workshop teilzunehmen. Danke vielmals, Chris. Danke, Jennifer. Noi tra 5-10 minuti vi daremo un po' una qualche informazione su come si svolgeranno questi workshop. Lo farà proprio Chris con una sua collega. Però abbiamo un po' di tempo e abbiamo, spero, anche la possibilità, Stefan, il satellite con Bruxelles è in piedi, perfetto, di scambiare due parole con Alessandro Rancati. Io direi una cosa, visto che l'avremo ospite il pomeriggio, chi di voi ha qualche domanda alla Commissione Europea, all'unità speciale del New European Bauhaus? Magari se la punta per il pomeriggio. Quello che vorrei chiedere adesso ad Alessandro Rancati è una prima considerazione su quello che ha sentito, anche se, come ha visto, siamo in Alto Adige, quindi bilingue, se fossimo in una valle ladina sarebbe addirittura trilingue. Cosa ne pensa, ma soprattutto una domanda, visto che adesso andiamo a lavorare, cercheremo di farlo con impegno, ha qualche consiglio da darci su errori da evitare? Cioè, ci sono alcuni temi che a priori non vi interessano, oppure ci sono alcune modalità che avete visto che altrove non hanno portato a termine? Grazie mille. Riassumendo, sono al settimo cielo. Ho sentito citare Bonsipe, Munari, Manzini. Non c'è niente da aggiungere, direi, realmente. No, il consiglio è realmente affidarvi ai facilitatori. Grazie a Vesna perché mi ha fatto una traduzione istantanea in chat di tutte le parti in tedesco, quindi mi ha aiutato molto. Ho visto emergere anche il tema del riconsiderare gli intorni rurali, no? Mi ero dimenticato di citarlo come uno dei temi che emergono ed è sicuramente importante
ridiscuterli e riscoprirli, gli spazi rurali. E poi la citazione al recupero, agli edifici che si possono smontare e ricomporre. Per caso ho cominciato a seguire su Instagram un falegname giapponese che lavora al recupero di edifici in Giappone ed è realmente pazzesco. È quando forse la costruzione realmente diventa una forma d'arte. Questa persona pensa ai giunti che vanno disegnati, vanno tagliati, ovviamente sono tagliati a mano con i loro strumenti, le seghe giapponesi che funzionano al contrario, non funzionano spingendo ma tirando, quindi funzionano al contrario di come noi pensiamo il lavoro sul legno, no? Credo dalle presentazioni che saranno dei workshop che offriranno un'esperienza ricchissima e sono realmente curioso di vedere i risultati. Quindi ancora una volta buon lavoro. Molto piacere che qualcosa dell'anima di questo lavoro che abbiamo fatto sia riuscito a varcare le frontiere ed arrivare fino a Bruxelles. Noi tra l'altro ci promettiamo di non lasciarvi in pace, di continuare a cibarvi e a proporvi delle proposte. Peraltro l'ambiente rurale ovviamente per noi è un tema particolarmente caro che sul quale abbiamo, credo, anche un po' di competenza. Quindi grazie ancora. Io direi di passare all'ultimo punto prima di una pausa, però prima di scappare aspettate un attimo che vi diamo un po' di indicazioni per svolgere al meglio il nostro lavoro. Quindi io chiamerei di nuovo sul palco adesso Chris Kreuz e la collega Cecil Ugur-Jewitz. Spero di averlo pronunciato bene. Loro si sono fatti un po' di idee, oltre alle cose classiche, ovviamente, come svolgere in modo molto creativo i nostri workshop. Prego. Grazie, Uwe. Ja, wir hatten uns seit einigen Wochen das Vergnügen, Gedanken zu machen, wie wir hier eigentlich heute arbeiten wollen und auch um was es so im Großen und Ganzen geht. Eines bin ich schon sehr froh zu sehen, es ging uns immer darum, ein Panorama aufzumachen von Möglichkeiten und von Ideen. Es kann nicht darum gehen, in so einer ersten Veranstaltung irgendwie Masterpläne oder Roadmaps zu entwickeln, das wäre wirklich anmaßend. Ich glaube, die Haltung, hier reinzugehen, ist einerseits bescheiden, aber andererseits auch mutig. Den Mut, groß zu denken, jenseits von Business as usual zu denken, auch utopisch zu denken, ohne die Angst zu haben, sich gleich deswegen lächerlich zu machen. Denn die Argumente, wieso das nicht geht, die kennen wir alle zuhauf. Wir müssen Ideen entwickeln, wie etwas gehen könnte, basierend auf Praktiken auch, die es jetzt schon gibt. Und davon gibt es ganz viel, das haben wir gesehen. Und das gilt es in den Workshops zu vertiefen, mit einer offenen Haltung, wie die Haltung eines Anfangs. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Und ich glaube, diesen hier zu verspüren. Und mit so einer Haltung würde ich gerne in diese Workshops gehen, wo es darum geht, gemeinsam kreativ zu sein und sozusagen einen Raum zu öffnen, der auch nicht mit diesem Workshop hier endet, sondern eben noch viel mehr Leute einladen sollen. Es geht nicht darum, dass diese paar Institutionen, die hier zufälligerweise zusammengefunden haben, jetzt das neue Bauhaus machen und die sind alle super gescheite Professoren und Forscher und sonst was und die machen jetzt hier die Pläne, sondern es geht darum, hier auch zivilgesellschaftliche Akteure einzuladen, Bürger und Bürgerinnen einzuladen und Leute mit verschiedenen Hintergründen einzuladen, weil es geht ja schlussendlich um Beautiful, Sustainable Together. Also den Weg nicht nur in Klimaneutralität, sondern auch in eine Gesellschaft, die inklusive ist, die solidarisch ist und gerecht ist. Und das geht natürlich auch nur, das kann ja, wäre ja absurd, wenn das von oben herab passieren würde, das Widerspruch in sich. Das muss eben gemeinsam passieren. Und in diesem Sinne gilt es hier einen Aufbruch zu gestalten. Und wie das genau in den Workshops passieren kann, dazu haben wir uns ein bisschen
mehr Gedanken gemacht und das stellt jetzt die Sechil vor. Mhm. Dankeschön. Ma io parlerò in italiano. Okay. E come qui raccontava, abbiamo preparato tre domande e tre fogli per aiutarci un po' a facilitare questi workshop. E prima domanda è dove vogliamo arrivare? E in questo foglio vogliamo domandare che tipo di visioni, missioni e l'utopia abbiamo creato insieme. Ma anche vediamo sul fondo che tipo di sfide e anche opportunità che abbiamo nel questo territorio. E dopo che una volta definiamo i nostri visioni e missioni, e passiamo alla seconda fase e con un'altra domanda che rispondiamo con chi e con che cosa possiamo arrivare a queste visioni, obiettivi. In questo esercizio creiamo una mappa di attori e anche risorse dentro il nostro territorio, e, individuando le persone individuali, collettive e anche istituzionali. E una volta che mappiamo anche questo base per dare il base di costruire le idee, e passiamo il nostro l'ultima domanda: come arrivare a questi obiettivi. In questo caso pensiamo in azioni concreti per futuri, ma anche oggi, da oggi, come possiamo iniziare a fare queste azioni. E questo l'ultimo foglio ci aiuterà di mettere tutte le idee insieme e alla fine rispondere a questa domanda generale del questo workshop. Grazie mille e speriamo che ogni workshop può arrivare le idee che sono beautiful, together e sustainable. Grazie. Grazie mille Chris. Einen kleinen Zusatz zur letzten Frage. Wie wollen wir arbeiten? Das bezieht sich natürlich schon vor allem auf diese Bauhaus-Initiative. Welche Strukturen wollen wir in Zukunft, diese Zusammenarbeit erweitern? Welche Ressourcen brauchen wir? Und so weiter und so fort. Hier gilt es, Ideen zu sammeln. Danke. Grazie per questa precisazione. Grazie Chris, grazie Cecil. Grazie a tutti quanti, ovviamente grazie a Bruxelles, a Vesna, che abbiamo scoperto è riuscita addirittura a fare una traduzione quasi simultanea tra due lingue che non sono la sua lingua madre, perché lei è ladina, quindi grazie veramente. Noi tra due minuti facciamo una pausa, che per la grande disciplina dei nostri relatori può essere veramente una pausa di 30 minuti. Io vi chiedo la gentilezza, però, visto che dopo lavoriamo in workshop e che i workshop sono la parte centrale della giornata di oggi, di presentarvi puntuali alle 11:20, non più tardi, qui fuori. Noi sfrutteremo questa occasione per fare una foto di gruppo. Adesso con i nostri creativi dell'università cerchiamo di sistemare magari qualche ideuzza per fare una foto molto bella. Fuori c'è lo spazio, mettendosi sulle scalinate, quindi vi chiedo solo questa accortezza. Poi divideremo i partecipanti in diversi gruppi. Noi abbiamo 4 salette piccole per l'università, quindi in linea di massima i workshop dell'università sono già fatti, loro sanno chi sono le persone invitate e soltanto con poche eccezioni possiamo accettare forse l'uno o l'altro iscritto ancora in questi workshop. Poi ci sono 2 workshop di Eurac Research che sono nella sala 2 e 3, quando uscite qui a sinistra vedrete 2 sale che hanno ancora qualche piccola disponibilità. Eleonora, non so se Alexandra, Eleonora ne è una, Alexandra 4-5, quindi lì volendo si può ancora partecipare. E poi c'è il workshop Casa Clima, che come aveva spiegato prima il direttore Santa, sarà un workshop diviso su 3 temi
e lì c'è qualche spazio in più. La nostra idea in quel caso è di far ruotare poi i partecipanti per farli partecipare a ogni sottotema. Credo di aver detto tutto. Se ci sono geometri in sala, per voi c'è una lista separata per i crediti, se ci tenete, quindi eventualmente o ditelo a me se non l'avete già firmato, siete gli unici che sono tenuti a firmare l'ingresso e l'uscita, per tutti gli altri va bene l'ingresso. Chi non l'ha già fatto lo può fare adesso, stavo io fuori al tavolo. Ci sono domande? Non ci sono domande. Qui nello spazio del Tech Park c'è un bar e un ristorante, si chiama Noisteria. Ovviamente se andiamo tutti lì adesso ci sarà da aspettare un attimo. Abbiamo riservato un'ala per il pranzo delle 13:30, quindi probabilmente lì non ci sono problemi. Se arriviamo al ristorante dovrebbe esserci posto per tutto. Per tutti. Grazie tantissimo per la vostra puntualità, per la collaborazione, per l'attenzione. Ci vediamo alle 11:20, forse se possibile con 2-3 minuti di anticipo. Grazie.